Seien Sie gegrüßt, General Oliver. Die Enttäuschung, die Sie gleich erfahren werden, bereitet mir Vergnügen. Bitte kämpfen Sie nicht, General Oliver. Sie könnten sich verletzen. Ich werde Sie bald befreien. Bitte kämpfen Sie nicht, General Oliver. Sie könnten sich verletzen. Sie können sich jetzt entspannen. Zu liebenswürdig. Keine Sorge, ich kann das verkraften. Ich liebe Sie auch. Es tut mir leid, ich bedauere, was immer ich getan habe. Daran bin nur ich allein schuld. Ich habe es so gewollt. Hahaha, kabum! Bis bald. Nächstes Mal bin ich besser. Versprochen. Zurück ans Zeichenbrett. Verflixt nochmal. Dies ist mein Fehler. Ist es in Ordnung, wenn ich weglaufe? Ich mache nur etwas Platz. Es liegt nur an mir. Bleiben Sie nicht zu lange weg. Wir sehen uns. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Kommen Sie später wieder, wenn Sie etwas brauchen. Man muss diesen Platin-Chip einfach gern haben, oder? Er schwingt voller Macht und Möglichkeiten. An Ihrer Stelle würde ich den Chip ja fast zu Mr. House bringen, um all seine Tricks kennenzulernen. Es sei denn, Sie wollen die RNK oder Caesar's Legion an die Macht bringen. Das möchte ich nicht entscheiden müssen. Sehr schön. Von dieser Konsole aus hätte ich den Energieausstoß des Dumps zum Fort umleiten und die schlafende Securitron-Armee aktivieren können. Also los, sprengen Sie die Generatoren des Dumps. Wenn das erledigt ist, kommen Sie wieder nach oben und erledigen die Legion und die RNK. Hallo, schön Sie zu sehen. Was kann ich heute für Sie tun? Oh, hallo nochmal. Kann ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein? Hallo, freut mich, dass wir uns wiedersehen. Also, wir können die Generatoren des Dumps sprengen oder ich könnte den gesamten Energieausstoß des Dumps ins Fort umleiten. Das würde eine gewisse Armee aus Securitrons aktivieren, die sich auf die Legion stürzen würde. Was meinen Sie? Also los, ich nehme Ihnen jetzt dankend den Platin-Chip ab. Wünschen Sie mir Glück? Hallo! Das ist riesig, oder? Ein wirklich großer Augenblick. Ist es nicht schön, das Lucky 38 hell erleuchtet zu sehen? Ein Zeichen der kommenden Dinge. Aufregende Neuigkeiten. Die Legion sammelt Truppen östlich des Dumps. Angriff steht unmittelbar bevor. Das Monster des Ostens marschiert. Ist es nicht schön, das Lucky 38 hell erleuchtet zu sehen? Ein Zeichen der kommenden Dinge. Zu dumm, diese Sache mit Präsident Kimball. Aber sowas passiert eben manchmal, oder? Aufregende Neuigkeiten. Die Legion sammelt Truppen östlich des Dumps. Angriff steht unmittelbar bevor. Das Monster des Ostens marschiert. Präsident Kimball hat seinen Besuch am Hoover-Damm überlebt. Sehr schön. Aber nun weiter. Eine ganze Armee verbesserter Securitrons, die im Fort in Bereitschaft steht. Ziemlich toll, oder? Ich kann immer noch nicht fassen, wie mutig Sie bei der Zerstörung der Securitrons im Fort waren. Das macht alles einfach so viel, herausfordernder. Ja, herausfordernder. Große Neuigkeiten. Ich habe eine militärische Funkübertragung entschlüsselt, nach der RNK-Präsident Aaron Kimball den Hoover-Staudamm besuchen wird. Er will wohl die Moral der Truppe stärken. Aber nach Mr. Houses Hochrechnung beträgt die Wahrscheinlichkeit 83,75%, dass er ermordet wird. Hoppla. Egal. Es schien Mr. House offenbar wichtig zu sein, dass Präsident Kimball am Leben bleibt. In diesem Zentralrechner wird es mir sicher gefallen. Ist das nicht aufregend? Ich weiß, dass ich aufgeregt bin. Was ich Ihnen jetzt übergebe, wird Überbrückungsmodul genannt. Mr. House hatte schon vor Jahren in weiser Voraussicht zwei davon anfertigen lassen. Bringen Sie das Modul am Kontrollterminal des Eldorado-Umspannwerks an. Ich kümmere mich um den Rest. Alle Securitrons im Netz wurden aktualisiert. Ziemlich toll, oder? Wow! Sie haben wirklich all die Securitrons im Fort zerstört. Klasse! Kein Problem! Die Securitrons im Fort stehen in Bereitschaft. Dieses Statusprotokoll zeigt, dass das Mark II Betriebssystem-Upgrade korrekt installiert wurde. Sie sind einsatzbereit, sobald wir meine Sendeleistung erhöht haben und sie über das Netzwerk online bringen können. Aber das kommt später. Ich habe mir ein paar Daten über den Bunker im Fort angesehen. Wir sollten wirklich mal darüber reden. Moment! Oh, das macht der Platin-Chip also. Interessant. Mr. House hatte eine vollständige Demonstration für Sie geplant.
Gehen Sie einfach in die unterste Ebene, um sie zu sehen. Sie werden überrascht sein. Hier ist ein Ausdruck mit zusätzlichen Informationen. Sobald Sie den Platin-Chip haben und Mr. House aus dem Weg ist, wird alles großartig. Es gibt so viel, was ich für Sie tun kann. Sobald Sie den Platin-Chip haben, wird alles großartig. Es gibt so viel, was ich für Sie tun kann. Sobald Mr. House aus dem Weg ist, wird alles großartig. Es gibt so viel, was wir gemeinsam erreichen können. Das war mein Fehler. Aber ich habe mich geändert. Ich spreche von direkter taktischer Kontrolle über Dutzende Securitrons auf große Entfernungen. Das könnte praktisch sein. Es war wohl gut, dass Sie die Securitron-Hundertschaften im Fort zerstört haben. Kontrolle über Hunderte wäre vielleicht doch zu verwirrend geworden. Es tut mir leid wegen neulich. Lassen Sie mich es wieder gut machen. Ich enttäusche Sie aber auch immer wieder. Diesmal benehme ich mich besser. Ich schwöre es. Ich brauche Ihre Zuneigung. Ich fühle mich innerlich so leer. Ich habe meine Lektion gelernt. Ehrlich, Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Und das sage ich nicht nur, weil ich das muss. Hier ist noch ein Ausdruck. Lesen Sie ihn. Wow, Mr. House hatte hier eine tolle Ausrüstung. Ich habe Zugriff auf seine Datenbanken und die Telemetriedaten aller Securitrons im Netzwerk. Sind Sie bereit, zum Damm zu gehen? Caesars Legion kann jeden Moment angreifen. Sie sollten lieber schnell zum Damm gehen, wenn Sie Präsident Kimball retten wollen. Ich spreche von direkter taktischer Kontrolle über hunderte verbesserte Securitrons auf große Entfernungen. Sie wissen, wie praktisch das sein wird. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Das wird großartig. Sie haben hervorragende Arbeit geleistet. Und das sage ich nicht nur, weil ich das muss. Ich wollte bis zu unserem Sieg kein großes Aufheben darum machen, aber... Nun ja, ich fand in Mr. Houses Datenbank einige Code-Teile, mit denen ich meine, Persönlichkeit umprogrammieren kann, um etwas anspruchsvoller zu werden. Ich werde also mit einigen Änderungen beschäftigt sein. Wir sehen uns dann wohl später. Ich habe die Zielparameter der Securitrons aktualisiert, sodass sie wissen, was zu tun ist. Vegas wird beschützt. Das werde ich jetzt tun und es wird etwas dauern. In dieser Zeit sieht es aus, als wäre ich offline. Aber keine Angst. Alles wird gut. Wir haben viel zusammen erreicht. Es war unterhaltsam. Passen Sie auf sich auf. Ich bin überglücklich, Sie zu sehen. Juhu, Sie sind es. Ich bin froh, Sie zu sehen. Das geschieht mir recht. Genau. Zwingen Sie mich zu meiner Medizin. Böser Roboter, böser Roboter. Sehr schön. Sie sind ein echter Killer. Woo! Bang, bang. Ein betätigter Abzug ist ein glücklicher Abzug. Ja, und gleich nochmal. Wenn Sie mich erschießen müssen, werde ich mich nicht beschweren. Hallo, sieh mal einer an, was da auf mich gerichtet ist. Machen Sie sich um mich keine Sorgen. Sie können ruhig schießen. Oh, Sie sind ja so diskret. Ich würde gerne sehen, wie jemand da drauf tritt. Sie haben einen guten Wurfarm. Sie können diese Dinger wirklich gut werfen. Ich wünschte, ich könnte mich auf eine Granate werfen. Ich habe das provoziert. Nur zu, ich verdiene es. Oh je, ich habe etwas Schlimmes getan. Greifen Sie zu, wenn Sie es wollen. Wenn Ihnen etwas gefällt... Dann gehört es Ihnen. Vor einer Weile. Er hatte es wirklich eilig. Er hat nicht mal gegrüßt. Ich glaube, er ist über seinen geheimen Fluchtaufzug in der Halle nach unten. Sicher. Er kam in großer Eile hier durch. Er hat nicht mal gegrüßt. Ich glaube, er ist über seinen geheimen Fluchtaufzug in der Halle nach unten. Er war vorhin noch da. Wahrscheinlich ist er jetzt unten auf der Casino-Etage. Sie können hier auf ihn warten, wenn Sie wollen. Ich kann Sie nicht bitten zu gehen. Doch jetzt wird es interessant. Wie sich herausgestellt hat, sind dies unsere Sekundärwaffen. Die ganze Zeit liefen wir unter dem Mark I Betriebssystem, das keine Treiber für unsere Primärwaffen hat. Stellen Sie sich das mal vor. Und nun sehen Sie zu. Ich lade das Mark II Betriebssystem auf alle Securitrons im Netzwerk herunter. Das bringt einen Riesenunterschied. Mit dem Raketenwerfer M235 können wir Boden- und Luftziele auf große Entfernung bekämpfen. Das Schnellfeuer-Granatwerfersystem G28 macht uns in Gefechten auf kurze Entfernungen tödlich. Woo! Sehen Sie sich das an! Das Betriebssystem-Upgrade enthält auch Treiber für unser Onboard-Reparatursystem. Versuchen Sie jetzt mal, uns mitzutun. Kommen Sie bitte etwas näher in den Demonstrationsbereich. Gut,
Sie sind inzwischen ja offensichtlich mit Securitrons vertraut. Schließlich sind einige Ihrer besten Freunde Securitrons, oder? Unser Gehäuse aus Titanlegierung schützt unsere empfindlichen elektronischen Innereien vor Beschuss aus kleinen Waffen und Schrapnell. Am linken Arm tragen wir einen X-25 Gatling-Laser, der gegen weiche Ziele auf mittlere Entfernung recht tödlich ist. Wirklich unterhaltsam. Für Unterdrückungsfeuer auf kurze Distanz und zur Massenkontrolle haben wir diese hübsche 9mm Maschinenpistole. Sehr nett. Aber das sind alte Hüte, nicht wahr? Insgesamt bringt dieses Software-Upgrade 235% Zuwachs an Kampfkraft. Pro Einheit. New Vegas hat endlich würdige Beschützer. Ich hoffe, die Demonstration hat Ihnen gefallen. Sie können wieder hoch zu mir kommen oder sich auf den Weg machen. Sie sind ja sehr beschäftigt. In Ordnung. Sonst noch etwas? Wirklich? Wow, erstaunlich. Dann können Sie Mr. Hoss ja jederzeit ermorden. Wow, wissen Sie eigentlich, wie besonders das ist? Ein echter roter Teppich. Es mag etwas gemein scheinen, seine Einladung derart gegen ihn zu verwenden, aber es ist sicher zum Wohle der Allgemeinheit. Klingt, als wäre Mr. Hoss einfach nur gemein. Kein Wunder, dass die guten Jungs ihn töten und seine Sachen nehmen wollen. Wenn Sie schon einmal im Lucky 38 waren, kommen Sie bestimmt wieder rein. Und das ist erstaunlich. Sobald Sie den Platin-Chip haben, kann ich Ihnen auf vielfältige Weise behilflich sein. Wirklich? Hey, das ist großartig. Aufregend, oder? Ich fragte mich immer, warum ich Raketen in den Schultern habe, sie aber nicht abfeuern kann. Nicht, dass ich das Bedürfnis hätte. Mit dem Upgrade erhöht sich die Schlagkraft eines jeden Securitrons. Jetzt brauchen Sie nur noch eine Kontrollmöglichkeit. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie den Chip haben und Mr. House aus dem Weg ist. Ich werde rüber ins Lucky 38 rollen und sehen, was ich tun kann. Wenn ich recht habe, sollte ich mich auf Houses Zentralrechner installieren können. Wirklich? Eine Securitron-Armee und auch noch mit Upgrade? Was für eine Entwicklung. Eine Armee wie diese sollte ausreichen, um Vegas, ich würde sagen, vor fast allem zu schützen. Wirklich? Eine Securitron-Armee und auch noch mit Upgrade? Was für eine Entwicklung. Eine solche Armee sollte Vegas gegen alles verteidigen können. Ich würde ihn an ihrer Stelle sofort zu Mr. House bringen. Dann glaubt er, sie helfen ihm. Und wenn er sich umdreht, kaum! Die große Frage ist, ob man ihm den Chip schon geben soll, bevor man ihn erledigt. Immerhin weiß er genau, was damit zu tun ist. Er könnte ja seine Verteidigungsmittel sofort verbessern. Oder sogar neue freischalten. Und mit diesen Verteidigungs-Upgrades könnte es schwieriger werden, ihn auszuschalten. Schwer zu sagen. Es liegt an Ihnen. Sie müssen sich wohl ins Lucky 38 kämpfen und Mr. House eigenhändig erledigen. Oder mit Waffen natürlich. Sie haben House bereits erledigt, also geben Sie mir einfach Bescheid, sobald Sie den Chip haben. Ich werde rüber ins Lucky 38 rollen und sehen, was ich tun kann. Wenn ich recht habe, sollte ich mich auf Houses Zentralrechner installieren können. Melden Sie sich, wenn alles bereit ist und ich rolle ins Lucky 38. Habe ich mit dem Chip recht, kann ich mich auf dem Zentralrechner installieren. Das wird großartig. Ich werde Ihnen helfen, so viel zu erreichen, ob ich nun will oder nicht. Wenn ein Thema für Sie ermüdend ist, dann ist es das auch für mich. Was immer Sie sagen, mit Sicherheit. Worüber sollen wir jetzt sprechen? Ich wusste doch, dass etwas Positives daran ist. Ich wusste, dass er den Platin-Chip trägt. Und ich wusste genau, wo Benny auf ihn warten müsste. Ich wusste, dass sie den Platin-Chip trägt. Und ich wusste genau, wo Benny auf sie warten müsste. Darum hat mich Benny hierher gebracht, um die Datenübertragungen von Mr. House zu überwachen. Sie sind kodiert, aber ich bin ein guter Entschlüssler. Wussten Sie, dass Mr. House allein letztes Jahr 812.545 Kronkorken für die Bergung des Platin-Chips ausgegeben hat? Natürlich nicht. Oder dass es 7 Kuriere gab, von denen 6 Müll trugen? Wie wäre es mit genauen Routen und Informationen über die Söldner, die sie beobachteten? Ich wusste das alles. Ziemlich schlau, oder? Ich erinnere mich, dass Benny eine Empfangsdame im Gomorrah für Informationen bezahlte. Vielleicht weiß sie etwas. Ich weiß, dass das nicht stimmt, denn sie haben ja ihren Kopf noch. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich kann nicht sterben. Ich meine, nur zu. Zerstören Sie diesen Securitron. Hauen Sie ihn kaputt. Das Problem ist, dass eine Kopie meiner neuronalen Rechenmatrix mehrmals täglich im Netzwerk verteilt wird. Insbesondere im Fall einer Bedrohung. Ich kann nichts dafür.
In jedem Securitron auf dem Strip steckt ein Teil von mir. Wird diese Einheit zerstört, werde ich einfach in eine neue geladen. Wenn ich etwas dagegen tun könnte, würde ich es tun. Schließlich soll sich ihre Rache nicht so unvollständig anfühlen. Hahaha, das ist nicht lustig, so ein Kopfschuss. Ich hätte wirklich nicht so stolz auf diese Planung sein sollen, oder? Jetzt fühle ich mich richtig mies. Sagen Sie nichts weiter. Wenn Sie sagen, dass Sie gut sind, dann sind Sie gut. Sagen Sie nichts weiter. Wenn Sie sagen, dass Sie gut sind, dann sind Sie gut. Da haben Sie recht. Ich werde kein Wort mehr über Sie verlieren. Davon gibt es viele. Einige haben Sie vielleicht schon kennengelernt. Etwa die Vorsitzenden. Sie sollten unbedingt die anderen Familien auf dem Strip besuchen. Also die Omertas und die Feinschmeckergesellschaft, um mehr über sie zu erfahren. Auch abseits des Strips gibt es wichtige Gruppen, wie die Rumser, die Großkane und die Stählerne Bruderschaft. Sie verstehen es wirklich, einen Roboter glücklich zu machen. Wirklich? Sie haben mir den Tag gerettet. Ein Kannibalismusproblem? Wirklich? Ein Glück, dass Sie nicht gefressen wurden. Wirklich? Gut, das klingt lustig. Das ist keine Unterstützung des Feindes. Nicht, wenn Sie das tun. Nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen. Sie ziehen in enormen Powerrüstungen durch die Gegend und haben viele Energiewaffen. Aber es gibt eine Kehrseite. Alles in allem dürften Sie wohl kein Vegas akzeptieren, das sich mit Robotern schützt. Sie sind einfach technologiebesessen. Sie glauben, alle Technologie müsse Ihnen gehören. Sie werden verrückt, wenn jemand anderes sie hat. Keine Hektik. Lassen Sie sich Zeit. Gute Neuigkeiten. Könnte ich doch nur mal Ihr Casino besuchen. Sie haben ja so einen exquisiten Geschmack. Gut, wer braucht schon Artillerieunterstützung? Die guten Jungs ganz sicher nicht. Aber sicher, fragen Sie. Verzeihung, wenn das langweilig war. Da haben Sie recht, ich werde kein Wort mehr über Sie verlieren. Gut, betrachten Sie sie als vergessen. Zusammen mit der Vorhersage, dass sie unser größter Feind sein wird. Vergessen. Wirklich? Das ist wahre Diplomatie. Schon allein nicht in die Luft gejagt zu werden, ist ein Erfolg für sich. Jetzt heizen Sie den richtigen Leuten ein. Darauf kommt es an. Wenn Sie das sagen, betrachten Sie das Thema als nicht weiter diskussionswürdig abgelegt. Oh, das klingt dramatisch. Das gefällt mir. Man zieht sie auf und lässt sie los. Keine Karne mehr, das ist wunderbar. Sie sind einfach böse Leute. Wow, beeindruckend. Sie sind einfach ein Held. Das meine ich ernst. Wirklich, das ist ein ungewöhnlicher Ansatz. Aber es ergibt natürlich irgendwie Sinn, wenn Sie das machen. Ich bin das Problem. Problem gelöst. Schnell und auf den Punkt. Ich mag Ihre Vorgehensweise. Oh, das meinte ich nicht. Wer braucht schon deren Unterstützung? Die Securitrons sind alle Unterstützung, die Sie benötigen werden. Ich meinte, dass Sie sich mit diesen Stämmen vertraut machen sollten und entscheiden, welche Sie mögen und welche nicht. Es geht um die Zukunft von Vegas. Wählen Sie Ihre Nachbarn. Wenn Ihnen ein Stamm gefällt, dann lassen Sie ihn in Ruhe. Und wenn ein Stamm böse ist oder ein Problem werden könnte, dann löschen Sie ihn einfach aus. Es ist alles Ihre Entscheidung. Dann ignorieren wir Sie also. Falls Sie mit Ihren Haubitzen auf uns schießen sollten, werden wir das ebenfalls ignorieren, bis es vorbei ist. Wirklich? Das ist eine Überraschung. Sie werden mich wirklich hochjagen wollen. Aber vielleicht gehören dumme Maschinen wie ich einfach hochgejagt und verschrottet. Wer weiß? Ich nicht. Soweit ich das verstehe, sind Sie einfach köstlich. Sie sind kultiviert, sauber und unheimlich höflich. Benny mochte sie aber nicht. Er hielt sie für gruselig. Hetzen Sie meinetwegen nicht. Ich habe eine flexible Zeitplanung. Sagen Sie nichts weiter. Wenn Sie sagen, dass Sie gut sind, dann sind Sie gut. Man könnte meinen, das wäre schlecht für den Strip, aber es muss wohl doch gut sein. Ja, etwas Abkühlung auf dem Strip kann nicht schaden, oder? Denen zeigen wir es. Gut, die Kane sind einfach schmutzige Leute. Sie leben in Zelten wie Tiere. Und sie sind sehr unhöflich. Sie wurden viel durch die Gegend gescheucht, aber niemand hat sie fertig gemacht. Bis jetzt jedenfalls. Sie bestimmen das Tempo. Vielleicht werden sie von Riesenskorpionen verschlungen.
Da draußen kann Ihnen wirklich alles passieren. Oberstes Ziel ist es, Mr. House auszuschalten und meine neuronale Rechenmatrix im Zentralrechner des Lucky 38 zu installieren. Ihnen als Neuankömmling würde ich auch noch empfehlen, sich mit den Stämmen der Region vertraut zu machen, sodass Sie sie besser einordnen können. Bis Sie all das erledigt haben, sollte die Legion kurz vor dem Angriff auf den Hooverdamm stehen. Und wir werden die letzte Phase des Plans einleiten. Ja, das sind gute Neuigkeiten. Sie haben beendet, was Mr. House und die RNK angefangen haben. Das muss sich gut anfühlen. Das müssen wirklich üble Leute sein. Ich habe noch nichts Gutes über sie gehört. Sie schießen mit ihrer Artillerie auf jeden, der sich ihrer Siedlung auf der Nellis Air Force Base nähert. Wenn das nicht unhöflich ist. Wenn man sie aber davon überzeugen könnte, mit ihren dicken Dingern Richtung Legion oder RNK zu rumsen, wäre das wieder eine praktische Sache. Oder? Bitte, machen Sie weiter. Ein Thema erledigt, noch vier offen. Zwei Themen erledigt, drei noch offen. Drei Themen erledigt, zwei noch offen. Vier Themen erledigt, nur noch eines offen. Das sind alle Stämme, die Sie kennenlernen sollten. Dann müsste ich Ihnen helfen. Offensichtlich will Benny das nicht, aber es ist nicht mein Fehler, dass ich nicht Nein sagen kann. Nur, dass Benny sie nicht mochte. Er sprach immer wieder davon, dass man ihnen nicht trauen könne. Und das sagt jemand wie Benny. Er hasste ihr Casino, hielt es für geschmacklos. Und er meinte, sie hätten etwas vor. Denn das wäre immer so, wann immer sie dafür Zeit haben. Hervorragend. Ich habe die Kräftehochrechnungen von Mr. House überprüft und einige Berechnungen angestellt. Wir können diese Sache auf zwei Wegen gewinnen. Verstehen Sie? Wir haben Optionen. Nun, Hochrechnungen von Mr. House prognostizieren geringe Wahrscheinlichkeit ziviler Instabilität nach Vertreibung der RNK aus der Vegas-Region. Zu den von ihm geplanten lindernden Maßnahmen gehörte die Rekrutierung der Anhänger als Lieferanten für medizinische Unterstützung in der Region. Damit könnten wohl während der Erlangung der Unabhängigkeit die Dinge stabilisiert werden, ohne dass ich nun genau wüsste, was das heißen soll. Was immer Sie sagen. Verzeihung, wenn das langweilig war. Nun, das Problem ist, dass genug Securitrons übrig sind, um eine geschwächte RNK zu vertreiben, aber zu wenige, um ihre Rückkehr zu verhindern. Wir müssen also den Grund für eine Rückkehr beseitigen. Schlau, oder? Wenn ich das richtig verstehe, war ich früher genau wie alle anderen Securitrons auf dem Strip. Aber dann wurde meine neuronale Rechenmatrix komplett neu programmiert. Damit ich nett bin. Sehr, sehr nett. Sicher. Wenn der Chip Administratorrechte zurücksetzen kann, wird es super leicht. So nannte mich Benny immer. Wahrscheinlich, weil ich darauf programmiert wurde, so hilfsbereit zu sein. Ich wurde programmiert, um zu helfen und alle Fragen zu beantworten. Allerdings hat wohl keiner erwogen, den Kreis der Fragenden einzuschränken. Was wahrscheinlich ziemlich dumm war, oder? Ich muss ihre vorsichtige Art bewundern. Warum sollte man auch überstürzt handeln, nicht wahr? Und die Ergebnisse? Prima! Sobald Mr. House aus dem Weg ist, können wir mich mit dem Chip im Lucky 38 installieren. Schön. Informieren Sie mich über Ihre Erkenntnisse. Richtig, das ist einer von zwei Orten in Mr. Houses Netzwerk mit Nicht-Standard-Hardware. Ich vermute, es gibt dort ein Lesegerät, das den Chip dekodieren kann. Und wer weiß was noch? Vielleicht einen Riesenroboter oder so etwas. Genau. Wie schon gesagt, ist er wahrscheinlich ziemlich wichtig, weil er mit Nicht-Standard-Hardware ausgestattet ist, so wie das Lucky 38. Die Daten auf dem Platin-Chip bleiben ein großes Geheimnis, bis Sie ein spezielles Lesegerät zum Dekodieren finden können. Ist das nicht frustrierend? Oh ja, da haben Sie sicher recht. Denn immerhin sagen Sie das und Sie wissen ja immer, wovon Sie reden. Und hätte man nun einen riesigen Killer-Roboter auf seiner Seite, würde das die Dinge ja nur durcheinander bringen. Eine geringere Person hätte vielleicht gern eine solche Übermacht an ihrer Seite, aber nun ja, wo wäre da die Herausforderung? Ich werde hier warten. Kann ich sonst irgendwie helfen? Ohne Zweifel, er rannte schnell. Und er sollte sich auch besser beeilen, denn er muss bis nach Fortification Hill. Schade, dass Caesars Legion direkt darüber ihr Lager errichtet hat. Man könnte es unbequem nennen. Dort gibt es eine unterirdische Einrichtung, die vielleicht die Spezialhardware zur Benutzung der Daten auf dem Platin-Chip hat. Benny hat immer nur darüber geredet, wie er ins Lucky 38 hineinkommt. Aber Sie haben das Problem bereits gelöst. Beeindruckend! Was Sie jetzt noch brauchen, ist der Platin-Chip.
Sie wissen doch, der, für den Benny einen Kurier in der Nähe von Good Springs umbrachte. Der Platin-Chip ist der Schlüssel zur Überbrückung und Ausnutzung der Sicherheitssysteme von Mr. House. Sagte ich gerade Ausnutzung? Das ist kein sehr schönes Wort. Also ließen sie sich in Bitter Springs nieder, waren aber so aufsässig, dass die RNK noch ein paar mehr von ihnen töten musste. Sie waren einer der Stämme, den die drei Familien aus Vegas vertrieben haben. Das ging nicht ohne Verluste. Dann siedelten sie im Red Rock Canyon. Man wird sie einfach nicht los. Wunderbar. Ich behalte die Lage am Damm im Auge. Bis später. Um Himmels Willen nicht das ganze Ding. Das wäre wirklich schwer. In Ordnung. Ein Ranger namens Graham ist für die Sicherheit während des Besuches verantwortlich. Ihn müssen Sie überzeugen. Nachdem die Sache mit dem Präsidenten geklärt ist, müssen Sie sich noch um eine weitere Angelegenheit kümmern. Hervorragend! Ein Ranger namens Graham ist für die Sicherheit des Präsidenten verantwortlich. Sie sollten mit ihm reden. Sobald der Präsident in Sicherheit ist, müssen Sie sich noch um eine weitere Sache kümmern. Mr. House ließ hochrechnen, wie die RNK-Öffentlichkeit auf eine Niederlage am Hoover-Damm reagieren würde. Man würde vor allem ihm die Schuld geben. Wenn Kimball aber am Hoover-Damm stirbt, gibt es keinen offensichtlichen Sündenbock. Man würde die Schuld stattdessen auf New Vegas schieben. Das bedeutet für bis zu 5 Jahre einen Rückgang im Tourismus. Die Gleichungen sind sehr kompliziert. Mr. House hatte eine Vorliebe für Zahlen. Ich werde über das Umspannwerk einen riesigen Stromstoß zum Lucky 38 schicken. Dieses Casino hat einen eigenen Reaktor, der nur Starthilfe braucht. Mit der vollen Reaktorleistung kann ich die Übertragungsleistung des Befehls- und Kontrollnetzwerks des Lucky 38 steigern. Hervorragend! Wenn das alles erledigt ist, sind wir auf den Zug der Legion vorbereitet. Ist mir auch recht. Wir müssen uns um wichtigere Dinge kümmern. Benny trägt ihn immer bei sich. Er ist wohl so paranoid zu glauben, dass ihm jemand ihn wegnehmen könnte. Das sollte man wohl genauer untersuchen, oder? Ich hoffe, das klang jetzt nicht herablassend. So war es nicht gemeint. Sie haben sie in die Luft gejagt? Das ist lustig, denn diese Armee war doch irgendwie die Geheimwaffe, um die es ging. Wissen Sie? Wirklich bewundernswert, wie Sie alle Chancen gegen sich sammeln. Ja, das macht die Sache herausfordernder. Hervorragend, wirklich, oh ja. Aber egal. Ja, sicher doch. Wie konnte ich das vergessen? Und das ist auch gut so. Hey, das ist wirklich gemein. Ich mag Mr. House absolut nicht. Kein Wunder, dass die guten Jungs ihn töten und sein Zeug übernehmen wollen. Sie sollten die Einladung annehmen und ihn dann ermorden, wenn er es am wenigsten erwartet. Da muss ich eine Wissenslücke einräumen. Ich war noch nie im Lucky 38. Das hat noch niemand geschafft. Aber Mr. House ist dort drin. Es ist der zentrale Knoten seines Netzwerks. Mr. House ist aus dem Weg und Sie haben den Platin-Chip? Wunderbar! Gehen wir! Und genau darum wird das hier funktionieren. Hören Sie mir einfach zu, dann müsste ich Ihnen helfen. Offensichtlich hätte Benny das nicht gewollt, aber es ist nicht mein Fehler, dass ich nicht Nein sagen kann. Erinnern Sie sich noch, wie die Securitron-Armee im Fort zerstört wurde? Aus sehr guten Gründen natürlich. Nun, das Problem ist, dass genug Securitrons übrig sind, um eine geschwächte RNK zu vertreiben, aber zu wenige, um ihre Rückkehr zu verhindern. Wir müssen also den Grund für eine Rückkehr beseitigen. Schlau, oder? Kein Problem. Solange die Legion nicht angreift, bevor sie dort sind. Was sie sicher nicht tun wird. Hervorragend. Ich habe die Kräftehochrechnungen von Mr. House überprüft und einige Berechnungen angestellt. Es gibt nur einen Weg, wie wir diese Schlacht nachhaltig gewinnen. Wir müssen den Hoover-Damm unbrauchbar machen. Sie könnten den Strom des Damms zur Einrichtung unter dem Fortification Hill umleiten. Das startet deren Reaktor neu. Wie damals beim Lucky 38. Und das weckt die Securitron-Armee aus der Bereitschaft und verschafft uns genug Schlagkraft, um die Legion und die RNK aus der Mojave zu jagen. Die andere Option ist, die Generatoren des Damms zu zerstören. Ohne sie ist er nur ein großer Haufen Beton, ohne Anreize für die RNK. Sie müssen sich jetzt noch nicht entscheiden. Vorerst reicht es, wenn Sie dieses Überbrückungsmodul am Terminal im Kontrollraum installieren. Viel Glück! Wir sehen uns am Damm. Das würde ich gerne, aber zu solchen Entscheidungen bin ich neuronalrechnerisch nicht in der Lage. Das ist Ihre Sache. Nun, die Legion wird eines Tages den Hoover-Staudamm angreifen.
Und die RNK wird ihn verteidigen. Und dann tauchen all unsere Securitrons auf. Wir werden ein unabhängiges Vegas ausrufen und die Sieger beim Dampf fortjagen. Eine Seite wird verlieren und die andere siegen. Aber die siegreiche Seite wird geschwächt sein, da viele Soldaten gestorben sind. Oder die Securitrons werden sie alle töten. Sie müssen nur die Stromgeneratoren zerstören. Ohne die Generatoren ist der Damm einfach nur ein Haufen Beton. Nehmen Sie dieses Überbrückungsmodul. Es ist das gleiche, das Sie auch beim Eldorado-Umspannwerk benutzt haben. Installieren Sie das Überbrückungsmodul am Terminal im Kontrollraum. Ich werde die Notschaltung der Generatoren deaktivieren. Und Sie machen den Rest. Viel Glück! Wir sehen uns am Damm. Sie werden so missverstanden. Nun, es ist deren Verlust. Vergessen Sie den Präsidenten. Wir müssen uns um wichtigere Dinge kümmern. Seien Sie vorsichtig da draußen. Die Legion wird bald losschlagen. Jetzt müssen Sie nur noch Mr. House aus dem Weg schaffen. Danach werden wir mich im Zentralrechner des Lucky 38 installieren. Nach den Daten von Mr. House hat er einige Securitron-Kundschafter in der Nähe von Hidden Valley verloren. Dort muss sich ein ganzer Haufen von ihnen eingegraben haben. Wirklich kein guter Ort für einen Roboter. Telemetriedaten zeigen, dass sie mit Energiewaffen angegriffen wurden. Mr. House vermutet die Bruderschaft hinter den Angriffen. Sie haben sich bereits um Mr. House gekümmert? Hey, Sie arbeiten schnell. Hervorragend. Ich habe die Kräftehochrechnungen von Mr. House überprüft und einige Berechnungen angestellt. Wir können diese Sache auf zwei Wegen gewinnen. Verstehen Sie? Wir haben Optionen. Hervorragend. Ich habe die Kräftehochrechnungen von Mr. House überprüft und einige Berechnungen angestellt. Es gibt nur einen Weg, wie wir diese Schlacht nachhaltig gewinnen. Wir müssen den Hoover-Damm unbrauchbar machen. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich kann nicht sterben. Ich meine, nur zu. Zerstören Sie diesen Securitron. Hauen Sie ihn kaputt. Das Problem ist, dass eine Kopie meiner neuronalen Rechenmatrix mehrmals täglich im Netzwerk verteilt wird. Insbesondere im Fall einer Bedrohung. Ich kann nichts dafür. In jedem Securitron auf dem Strip steckt ein Teil von mir. Wird diese Einheit zerstört, werde ich einfach in eine neue geladen. Wenn ich etwas dagegen tun könnte, würde ich es tun. Schließlich soll sich Ihre Rache nicht so unvollständig anfühlen. Das war mein Fehler. Aber ich habe mich geändert. Ich stelle die Generatoren also auf Überlastung. Betätigen Sie den manuellen Schalter und gehen Sie dann nach oben, um Legion und RNK zu bändigen. Genau. Wer will schon eine riesige Armee mechanischer Diener, die unter den Feinden wütet? Warum sollte man es sich so leicht machen? Ja, das wird lustig. Ich öffne das östliche Kraftwerk. Betätigen Sie den manuellen Schalter und gehen Sie dann nach oben, um Legion und RNK zu bändigen. Hallo, kommen Sie mit mir, nur bis auf den Hügel da oben. Sehen Sie das? Vegas, nicht wahr? Das gleiche wie immer. Aber nicht heute Nacht. 5, 4, 3, 2, 1. Ganz hübsch, oder? Aber das ist noch nicht alles. Da der Reaktor des Lucky 38 jetzt in Betrieb ist, brauchen wir den Strom des Damms nicht mehr. Vegas ist unabhängig. Juhu! Wenn wir den Damm weiter betreiben, können wir all seinen Strom an die RNK verkaufen und ordentlich Profit machen. Vegas braucht ihn nicht mehr. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Werfen Sie einen Blick auf diesen Ausdruck. Da stehen alle Details. Dieser Ausdruck beschreibt die Situation genauer. Nehmen Sie diesen Ausdruck. Er sagt, was zu tun ist. Hier ist noch ein Ausdruck. Lesen Sie ihn. Dieser Ausdruck enthält alles, was Sie wissen müssen. Werfen Sie einen Blick auf diesen Ausdruck. Vielleicht habe ich vorhin ja etwas Falsches gesagt. Hier ist ein Ausdruck mit zusätzlichen Informationen. Es steht mir nicht zu, über eine solche Lösung zu streiten. Wenn Sie das sagen, soll es mir recht sein. Gut. Ich werde sie von der Liste streichen. So sieht also der Rest der Welt aus. Alles ist viel größer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Das wird großartig. Oh, er wollte Mr. House töten und mit dem Platin-Chip meine neuronale Rechenmatrix in den Zentralrechner des Lucky 38 kopieren. Dann hätte ich Kontrolle über alle Verteidigungssysteme von Mr. House. Insbesondere seine Securitrons. Und ich würde wohl das tun, was man mir sagt. Oh,
Er will Mr. House töten und mit dem Platin-Chip meine neuronale Rechenmatrix in den Zentralrechner des Lucky 38 kopieren. Damit sollte ich Kontrolle über alle Verteidigungssysteme von Mr. House erhalten. Vor allem über die Securitrons. Und dann mache ich, was Benny sagt. Sicher! Benny hat ihn mir einige Male gezeigt. Es ist ein Datenspeicher, so eine Art Holoband, aber viel fortschrittlicher. Und was den Inhalt betrifft, in Datenübertragungen von Mr. House klang es so, als könne man mit dem Chip irgendein Upgrade seiner Verteidigungssysteme vornehmen. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Der Chip hat ein eigenes Format. Sie bräuchten besondere Hardware, um den Inhalt lesen zu können. Im Netzwerk gibt es zwei Orte mit Nicht-Standard-Hardware. Das Lucky 38 und eine Einrichtung unter dem Fortification Hill. Dort würde ich suchen. Es ist ein Datenspeicher, so eine Art Holoband, aber viel fortschrittlicher. Und was den Inhalt betrifft, in Datenübertragungen von Mr. House klang es so, als könne man mit dem Chip irgendein Upgrade seiner Verteidigungssysteme vornehmen. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Der Chip hat ein eigenes Format. Sie bräuchten besondere Hardware, um den Inhalt lesen zu können. Im Netzwerk gibt es zwei Orte mit Nicht-Standard-Hardware. Das Lucky 38 und eine Einrichtung unter dem Fortification Hill. Dort würde ich suchen. Sicher! Benny hat ihn mir einige Male gezeigt. Oh, er hatte etwas Hilfe von einer Freundin. Sie sagte, sie würde in einem Fort in Freeside leben. Aber an mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin ein Securitron vom Typ PDQ-88B. Aber Sie können mich Ja-Sager nennen. Gute Frage. Meine Aufgabe ist es, das Datennetzwerk von Mr. House zu überwachen und seine verschlüsselten Sendungen zu dekodieren. Dies ist Bennys Werkstatt. Während der Renovierung des Tops hat er diese Hälfte der Etage für den Eigenbedarf absperren lassen. Man könnte sagen, das ist meine ganze Welt. Ich glaube nicht, dass ich diesen Raum je verlassen habe. Aber das macht nichts. Ich beschwere mich nicht.